So, hier unten sieht's gut aus. Der Computer kommt mit den Systemen klar. Alles scheint stabil zu laufen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, hier sieht auch alles ganz okay aus momentan. Na gut. Da haben wir schon sehr viel geschafft. Die sollte es schaffen, auf jeden Fall. Hoffen wir es, ja. Sag, Gut. ich, ich sag's so, die ersten Missionen, die wir selber mitgemacht haben zum Mars, da waren wir auch schon auf wackeligen Konservendosen unterwegs, ne? Ja. Wir kannten das Risiko. Hier ist es nicht minder. Mit fortgeschrittener Technologie, aber ist es auch ein Risiko. Also, entweder das oder ja. Ciao. Haben mich empfangen, ein Funkspruch des Polaris. Okay. Hier spricht das Polaris-Oberkommando. Wir haben gewaltige Energie in uns aufgetreten auf Planeten in der Nähe der letzten Talon-Siedlungen empfangen. Wir gehen von einem regelrechten Massaker in der Region aus. Okay, wir sind unterwegs. Centaur, komm am besten. Ich bin schon jetzt hier im Hangar. Komm runter. Steig ein. Ja, ich muss gerade vom Rumlaufen. Bin jetzt auf der falschen Seite natürlich. Okay. Der will mich nicht reinlassen, so jetzt. Energie. Start. Jo. Aussteigen. Jo. Helm auf. Ist schon so, ist sowieso schon. Gut. So, okay. Checke System. Schilde sind oben, ich empfehle dir das gleiche. Ja, ich bin noch auf dem Weg zur Brücke. Ach, hier sollten eigentlich auch ein paar mehr Leute drin sein. Das wäre Schilde sind aktiviert. perfekt. Ja, das wäre vorteilhaft. Dann wären die Systeme direkt schon hochgefahren. Ja. Gut, ich folge dir. Okay, auf geht's. Vollgas voraus. Ja, so voll wie das geht mit dem Ding. Und pass auf, nicht, dass du zu nah an den Mond kommst und die geringe Schwerkraft dich trotzdem runterzieht. Ich kann es nicht fassen, dass die Zirax jetzt auch noch, wo die totale Zerstörung des Mikrouniversums bevorsteht, trotzdem noch die anderen angreifen. Also muss ein Ablenkungsmanöver sein. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. In der Tat. Puh. Naja, dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Ich gehe sehr stark davon aus, wenn in diesem Mikrouniversum es niemals Polaris und Talon gegeben hätte, hätten die Zirax sich so stark ausgebreitet, dass sie Kriege untereinander angefangen hätten und sich selber ausgelöscht hätten. Es ist unglaublich. Ja, egal. Moment, ich krieg eine Aktualisierung der Daten. Wir müssen auf die andere Seite des Planeten. Die Signale kommen von da. Folge dir. Wir sollten auch wieder ein bisschen tiefer fliegen, so am Rande der Atmosphäre. Ja. Sind aber noch über 5,5 Kilometer, bis wir da sind. Okay, kein Problem. Es geht im Weltall schneller als auf dem Planeten. Ja. Die Goliath hat mir nämlich netterweise einen Wegpunkt ins Hub projiziert. Yay! Ich find's gemein, bei mir nicht. Frei aus, sofern die jetzt nicht hier Ja. getarnt auf uns warten. So, ich glaube, jetzt können wir runtergehen. Okay, du zuerst.
Folge. Boah, da sind wir. Was für ein Sauwetter. Ja. Bis jetzt sehe ich noch nichts auf dem Radar. Ich flieg mal Moment, ein bisschen ich scanne nochmal. Ist das ungefähr in die Richtung, weißt du das? Ja. Ich bin im Tarnunggebiet, das ist schon mal gut. Boah, bei dem Wetter sieht man ja gar nichts. Ja, ich habe gerade Turbulenzen. Vorsicht! Starke Winde! Ja, ich ziehe wieder hoch. Ja. Sollten das Schiff hier ein bisschen die Trägheit ein bisschen verstärken. Ja. Oh, ja, jetzt haben wir gerade sehr starke Winde von oben. Ah, da ist die Siedlung, ich sehe sie. Ja. Gut, weit und breit nichts zu sehen. Es kann sein, dass sie ich wollte sagen, es kann sein, dass sie hier noch nicht angegriffen werden, aber ich kriege eine Warnnachricht rein. Also Vorsicht, Augen auf. Ja. Waffenstatus checken, Schilde hoch. Ja, Schilde sind aktiviert. Setz dich zur Landung an. Gut. Halt mir den Rücken frei, wenn die hier reinkommen. Oh, die Winde, ich darf nicht so tief. Oh, Feinde im Anmarsch. Südwest, 3 Truppentransporter. Die Truppentransporter haben sehr starke Schilde, es bringt nichts, sie anzugreifen. Ich kümmere mich direkt um die Drohnen, die kommen. Okay. Sind die anderen Drohnen? Ich glaube, sie jagen die Talon. Ja, ich sehe es. Kommt los, beeilt euch, rein mit euch hier. Ja. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Die Drohnen halten noch ein bisschen mehr aus. Wir brauchen Kinder. So, wo? Ja, ihr wisst. Oh, das war knapp. Ich habe es nochmal gerade abgefangen, das Schiff. Was ist hier unten? Ich sehe es nicht. Wir nehmen das Schiff unter Feuer. Ah. Die Drohne hat sich im Baum verheddert. Ziel auf Drohne. Gleich bin ich da, gleich bin ich da. Boah, ja. Du hast mich verfehlt, du Lusche. Jetzt nicht. Jetzt habe ich dich aber getroffen, Junge. Du bist noch am... Es sind stärkere Drohnen. Das war eine Drohne. Boah, ich bin Kontakt. Ich bin an die Siedlung gekommen. Ich habe einen Treffer bekommen und einen Wind. Eine Schilde sind noch in Ordnung hier. So, das Problem ist Truppen, Bodentruppen. Ja. Ich bin auf vollem Gegenschub und bei dem Wetter kriege ich das nicht. Oh. Siehst du, wo Bodentruppen sind? Ich sehe nichts bei dem Wetter. Im Moment nicht, ne. So, etwa 40% sind jetzt im Schiff schon. Ich sehe da hinten noch eine Drohne rumschwirren. Was willst du? Jetzt werde ich unter Feuer genommen. Oh, da seid ihr. Boden
schießen auf uns. Ja, ich sehe es. Hier, Schnellfeuer. Okay, ich denke, sind alle drin. Sicher? Ja. Wir haben sie zurückgeschlagen. Ich mach die Kiste zu und dann hauen wir ab. Gibt's noch eine andere Siedlung? Ein bisschen weiter nach Süden. Gut, dann schauen wir da auch vorbei. Ja. Kleine Sekunde, ich gehe gerade nochmal die Systeme durch. Gut, Systeme okay, grün. Ja. Los. Auf, wir müssen nach Süden. Ich lass dich vorfliegen. Ja, die Siedlung haben sie ganz schön zerbombt. Ja, leider. Aber wenigstens sind die meisten mit dem Leben davon gekommen. Ja. Flieg ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ein Ticken. Gut. Perfekt. Wir merken jetzt schon gerade die Ungastlichkeit des Planeten, den Effekt des Zerfalls. Das ist unglaublich. Ja. Die Atmosphäre geht vor die Hunde. Ja. Die Radioaktivität dehnt sich aus. Es ist nicht nur in diesen komischen Pflanzengebieten. Ja. Alles okay? Ja. Triebwerk hat kurz nicht reagiert. Okay, sei nur vorsichtig. Ja. So, da wären wir. Findest du hier einen Landeplatz? Ich muss einen finden. Da sind sie schon. Was? Ich seh's. Na kommt her, ihr Barbaren. Schon wieder Truppentransporter. Ja. Tontauben schießen, Junge. Tontauben schießen. Windböen. Was habt ihr davon? Wie schaut's aus? Schon Bodentruppen? Ich bin schon mal unten jedenfalls. Ich komme jetzt nicht so tief runter, weil wenn noch mal eine Böe mich runterschmettert, ich weiß nicht, wie es kommt. Ja, okay. Eben, das war wirklich knapp. Oh, da ist noch eine verlassene Fabrik. Pass auf, dass da keine Truppen drin sind. Ja. Kommen. Truppentransporter schon wieder. Mehr als drei Stück. Ja. Sechs Stück mindestens. Okay. Oh, der Wind drückt mich nach unten. Das ist unglaublich. Vorsicht. Sie kommen von Westen circa. Evakuierung beginnt. Sie fliegen. Eine kleine Gruppe, ich muss nochmal die Position verändern. Kein Problem. Ja, du musst, glaube ich, mehr Richtung Westen. Aber pass auf, hier sind auch Truppentransporter. Ich glaube, die sitzen schon Truppen ab. Ja. Ah, sie haben schon ein Dorf eingenommen. Verdammt. Komme. Komme. Ich kann keine, bei dem Wetter keine Truppen sehen. Und traue mich jetzt nicht zu feuern. Ich will keine Talon töten. Ja. So viele Truppen absetzen, sind bestimmt noch weitere auf dem Weg. Oh, noch ein. Ein Dorf wurde auch schon unterjocht. Ja, der ist wirklich schlimm. Ja. Sie feuern auf dich. Sorry, ich muss zurückfeuern.
das sind sehr viele Truppen. Da kommen bestimmt noch mehr. Ja. Ja, ich war gerade auf dem Boden am gucken, die kommen hinter uns. Ach du je. Vorsicht, Rakete inbound. Ja, die Schilde halten noch. Wechsel auf Raketen. Ich kümmere mich drum, das wird jetzt ein Tohuwabohu, nicht erschrecken. Ja. Wenn ich nur die Raketen vor einem Einschlag überlasten könnte, dass sie einen größeren Explosionsradius hätten. Das wäre gut. Ich helfe. Ich versuch dir ein bisschen zu helfen hier vom Boden aus. Ja, danke, weil es ist nicht einfach, gegen den Wind zu steuern hier. Ja. Wie sieht's überhaupt auf dem Boden aus? Werden die nicht weggefegt? Na, scheinbar nicht, ne. Obwohl, man muss auch sagen, die Talons sind ein bisschen muskulöser. Ja. Meine Güte, ihr Barbaren, lasst die Talon in Ruhe. Ich kann es nicht lassen, ich gehe doch noch ein bisschen tiefer. Ah, Zirax sind auch in der Nähe vom Schiff, Vorsicht. Ah, Touchdown. Ja. Aber dich habe ich auch. Ich glaube, das Schiff muss nachher überprüft werden auf Schäden. Das du. Ich. Ich denke, wir haben aber alle jetzt an Bord. Okay, gut, perfekt. Ich bereite den Abflug vor. Ja, das Schiff scheint dann auch wieder richtig voll zu sein. Ja. Wie viel schätzt du? Oh, nochmal gut. Sind dann 98 Leute. 98? Plus die davor? Ja. Ja, dann haben wir wieder plus davor noch über 100 Leute. Vorsicht, Raketen! Es kommt wieder eine Welle. Bin wieder. Ja. Schilde bei 96%. Habe halten. Sag, wenn ich starten soll. Warte. Ich werde erstmal den groben Angriff ab von den Drohnen. Okay. Die Drohnen fliegen tief. Also es kann sein, dass da noch ein paar Talon vereinzelt überlebt haben. Geh nochmal an die Luke und guck, ob da noch ein paar Talon reingerannt kommen. Lasst die Talon in Ruhe. Ihr habt Glück, dass der Wind hier so gerade hindert. Wo so, das Heck ist jetzt erstmal wieder frei. So, heb ab, sobald du kannst. Geh zurück, schließ das Tor und heb ab. Ich hebe ab in 3, 2, 1. Gut. Ich zieh weg hier. Ich halte den Rücken frei. Nobody an Goliath, nobody an Goliath, bitte kommen. Wie ist der Status? Gibt es Aktivität der Zirax? Wie lange wird es dauern? Abguckungsdauer unbestimmt.
Okay. Schnell zurück. Also, ja, vor allem, um zurückzukommen. Ich bin hinter dir, keine Sorge.